Taro Atom-Exekutor. Alles scheint verloren, aber dennoch müssen wir weiterkämpfen. Wir müssen Tassadar finden und ihn aus den Klauen der Judikatoren befreien, bevor sie ihn wegen Hochverrats exekutieren können. Ohne ihn, so fürchte ich, gibt es keinen Weg, die Zerg und ihren Overmind zu besiegen. Zeratul und seine dunklen Templer sind verschwunden und haben uns allein zurückgelassen. Ich frage mich, ob Tassadar wohl richtig gehandelt hat, als er ihnen sein Vertrauen schenkte. Hier kommt eine Nachricht herein von Captain Rayners Kommandoschiff. Exekutor? Hier spricht Rayner. Ich würde gern helfen, wenn ich kann. Tassadar hat mir und meiner Crew damals auf Char geholfen und die Schulden würde ich gern bezahlen. Außerdem bin ich ziemlich weit von zu Hause weg und habe nichts als feindlich gesinnte Aliens um mich rum. Ich muss einfach irgendwas tun. Ihr sollt eure Chance erhalten, mutiger Mensch. Das sollt ihr. Dann mal los, Commander. Aber klar doch. Los, los, Exekutor. Anweisungen. Come on.
das? Raumtour. Anweisungen. Thank you.
Anweisungen. Exekutor, sofort nach Nagala für Ayur. Jetzt setzen wir Kronen bauen.
Anweisungen. Euer Befehl. Kalt zu werden. Ich schwöre. Come on.
Operation erfolgreich. Euer Befehl. Ist noch? Kommt zu. Ist noch? Bestätigt. Wir werden angegriffen. Stand by. Chaos!
heilen. Teleportation erledigt. Teleportation erfolgreich. Kontakt. Wart auf Befehle. Upgrade komplett. In Standby. Teleportation erfolgreich. So soll es sein. Teleportation erfolgreich. So soll es sein. Wart auf Befehle. Teleportation erfolgreich. In Standby. Koko rein. Teleportation erfolgreich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. In Standby. Ort bestätigt. Teleportation erfolgreich. Zugreif. Teleportation erfolgreich. So soll es sein. No.
Deine Krieger bekämpfen den Gegner. Lernen, dass nichts sich dem Willen der Konklave entgegenstellen kann. Macht euren Frieden mit Adun. Haltet ein, Judikator. Die Diener von Tassadar werden nicht fallen, solange die dunklen Templer leben. Ruft eure Wachen zurück und tretet beiseite. Vielleicht lebt ihr dann lang genug, um noch einmal den Mond aufsteigen zu sehen. Niemand, dem das Licht der Kala so sehr fehlt, wird jemals auf solche Weise mit mir sprechen. Ihr und eure elenden Brüder werdet zusammen mit diesen Verrätern sterben. Seid ihr wahrhaftig so verblendet von eurer überheblichen Religion, dass ihr den Fall vor euch nicht seht? Eure Konklave glaubt, diesen Krieg zu gewinnen. Doch alles, was sie wirklich erreicht, ist, dem Overmind bei seinem Sieg zu helfen. Was könntet ihr denn schon von unseren Plänen wissen, Ketzer? Ihr sprecht von Wissen, Judikator. Ihr sprecht von Erfahrung. Ich bin durch die Dunkelheit zwischen den entferntesten Sternen gereist. Ich habe die Geburt von Negativsonnen erlebt und war Zeuge der Entropie ganzer Realitäten.
Meine Erfahrung sagt mir, Aldaris, dass alles, was ihr hier auf Ajur erbaut habt, nichts als ein flüchtiger Traum ist. Ein Traum, aus dem eure ach so teure Konklave erwachen wird, nur um sich in einem noch viel größeren Albtraum wiederzufinden. Wir werden sehen.